Herzlich willkommen zum Einstiegsvideo zum Thema VSEP-R-Modell oder auch EPA-Modell genannt. Zuerst einmal zum Sinn des Ganzen. Was diese Begriffe bedeuten, werde ich später noch erklären. Es geht hier im Wesentlichen darum, dass wir aus einer vorhandenen Valenzstrichformel oder auch Lewis-Formel eine Vorstellung über die dreidimensionale Struktur unseres Moleküls bekommen können. Die Valenzstrichformel, das war ja im Grunde eine Möglichkeit, wie man ein Molekül, bei dem die Summenformel bekannt ist, sozusagen, wie wir das Ding auf ein Blatt Papier zeichnen können, also in zwei Dimensionen. Aber die Welt läuft ja nicht auf ein Blatt Papier ab. Alles ist irgendwo dreidimensional und dieses Modell, das hilft uns eben einfach nur dabei, uns diese dreidimensionale Struktur, die eben alle Moleküle haben, auch irgendwo vorzustellen. Gut, zu Beginn oder als nächstes die Begriffsklärung. VSEPR, das ist im Grunde eine englische Abkürzung, bedeutet Valence Shell Electron Pair Repulsion. Und das bedeutet im Grunde nur Valenzschalen-Elektronen-Paar-Abstoßung. Und dieses EPA, das ist ein bisschen einfacher, das heißt einfach nur Elektronen-Paar-Abstoßung. Und die Aussage, die nun dahinter steckt, ist gar nicht mehr so schwer zu sehen. Eigentlich steckt nur drin, dass sich die Elektronenpaare abstoßen. Da ist noch keine Aussage darüber getroffen worden, ob das nun freie Elektronenpaare sind oder Elektronenpaare, die an irgendwelchen Bindungen beteiligt sind oder Bindungen darstellen. Die stoßen sich nämlich alle ab. Gut, wir werden uns dieses VSEPR oder EPA-Modell einfach mal an drei Beispielen anschauen. Ich möchte das Ganze auch noch relativ seicht halten. Man könnte hier unendliche Beispiele geben. Das wird dann am Ende auch relativ nicht kompliziert, aber würde den Rahmen des Videos ganz einfach sprengen. Okay, wir schauen uns die Beispiele Methan, Ammoniak und Wasser an. Wir beginnen einfach mal beim Methan, also CH4. Das ist die Summenformel für Methan und wir wissen auch... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com